Tag, ich heiße so und so und wohne dort und dort. War auch mal jung, war auch mal froh, das ist vorbei. Kein Mensch weiß wo, es ist ganz einfach fort. Ein jeder war mal 18 Jahre und wollte hoch hinaus, doch als er dann erwachsen war, sah alles anders aus. Ich wollte schon zum Theater gehen, da war ich noch so klein. Ich träumte es mir gar zu schön, auf Bühne und Programm zu stehen und Mortimer zu sein. Ich habe mich im Fach geirrt und häufig im Applaus. Nur wenn der Mensch erwachsen ist, sieht alles anders aus. Als ich studierte, liebte ich ein Kind, das Paula hieß. Ich sagte, Paula, wart auf mich, wenn ich zurückkomm, nehm ich dich. Dann zog ich nach Paris. Oft dachte ich, Paula, deines Haars und deines Körperbaus. Doch ach, als du erwachsen warst, sah alles anders aus. Als Kind war ich im Zoo, zweimal in jedem Jahr. Was Affen und was Menschen sind, das wüsste, dachte ich, jedes Kind, der Unterschied wird klar. Nun ging ich neulich wieder hin und stand im Affenhaus, doch jetzt, wo ich erwachsen bin, sieht alles anders aus. Es irrt der Mensch, solange er hofft. Er irrt, solange er strebt. Und wenn er ziemlich lange lebt, dann irrt er, bis man ihn begräbt. Verhältnismäßig oft. Sie sehen, ich bin ein Humorist. Ich mach mir wenig draus. Ja, wenn man mal erwachsen ist. Ja, wenn man mal erwachsen ist. Ja, wenn man mal erwachsen ist, sieht alles anders aus. Ah. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier an diesem lauschigen Plätzchen, einer leichten Brise hier umgeben, zu meinem Erich-Kästner-Programm. Ein Mann gibt Auskunft heute, Erich Kästner, 1974, also jetzt vor, ich müsste jetzt nachreden, aber genau heute ist er gestorben, 1974. Besser hätte man das ja nicht planen können. Erich Kästner, wie hat Erich Kästner so schön gesagt, wenn ich mal nicht mehr lachen kann, sehe ich mir bloß die Menschen an. Da kann ich gar nichts machen, ich sehe sie und muss lachen. Erich Kästner, ein Mann gibt Auskunft, Erich Kästner gibt Auskunft über sich selber. Und wie könnte nun Erich Kästner besser über sich selber Auskunft geben, wo er doch nicht hier sein kann, als durch all das, was er aufgeschrieben hat. Er kann Auskunft geben durch seine Romane, die er geschrieben hat, oder durch natürlich seine Kinderbücher, die man kennt. Er kann Auskunft geben durch seine Gedichte, unheimlich viele Gedichte geschrieben, oder seine Epigramme, diese kurzen Vierzeiler, die man manchmal spricht, ohne zu wissen, dass man Kästner spricht. Nie dürft ihr so tief sinken von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken, zum Beispiel. Oder er kann natürlich auch Auskunft geben durch Interviews. Kästner hat viele Interviews gegeben. Er ist zum Beispiel mal von Marcel Reich-Ranitzky gefragt worden, Herr Kästner, sagen Sie, wenn jetzt eine Fee hereinkäme und Sie hätten einen Wunsch frei, was würden Sie sich wünschen? Und Kästner hat geantwortet, das kommt darauf an, wie die Fee aussieht.
Ich meine, so kann man natürlich auch Auskunft geben. Und Erich Kästner kann natürlich auch Auskunft geben durch Briefe. Er hat unheimlich viele Briefe geschrieben. An seine Mutter hat er Briefe geschrieben. Und auch an sich selber hat er Briefe geschrieben. Und Gedichte. Wiegenlied für sich selber. Schlafe, alter Knabe, schlafe. Denn du kannst nichts Klügeres tun als dich dann und wann auf brave Art und Weise auszuruhen. Wenn du schläfst, kann nichts passieren. Auf der Straße, vor dem Haus, gehen den Bäumen, die dort frieren, nach und nach die Haare auf. Schlafe, wie du früher schliefst, als du vieles noch nicht wusstest und im Traum die Mutter riefst. Tja, da liegst du nun und hustest. Schlaf und sprich wie früher kindlich, die Prinzessin drückt der Schuh. Schlafen darf man unverbindlich, drücke beide Augen zu. Mit Pauline schliefst du gestern. Mit Pauline schliefst du gestern, damit unser muss das sein. Morgen kommen gar zwei Schwestern. Heute schläfst du ganz allein. Hast du Furcht vor den Gespenstern, gegen die du neulich rannst? Mensch, bei solchen Doppelfenstern hat ein Deutscher keine Angst. Hörst du, wie die Autos jagen? Irgendwo geschieht ein Mord. Alles will dir etwas sagen, aber du verstehst kein Wort. 7 große und 12 kleine Sorgen stehen um dein Bett und sie stehen sich die Beine bis zum Morgen ins Parkett. Lass sie ruhig stehen und lästern. Schlafe aus, drum schlafe ein, morgen kommen doch die Schwestern. Und da musst du munter sein. Schlafe, mache eine Pause, nimm, wenn nichts hilft, Aspirin. Nur wer schläft, ist nicht zu Hause und schon geht es ohne ihn. Still, die Nacht starrt in dein Zimmer und beschnuppert dein Gesicht. Andere Menschen schlafen immer. Gute Nacht und schnarche nicht. Erich Kästner hat viele Briefe geschrieben an seine Mutter, und aber eben auch an sich selber hat er manchmal geschrieben, nachts, während er in irgendeiner Kneipe gesessen hat. Und auf einen dieser Briefe, irgendwann fliege ich hier weg, ich weiß es. Auf die andere Elbseite. Auf einen dieser Briefe, die er sich geschrieben hat, hat er am nächsten Morgen wie folgt geantwortet. Vorhin klingelte der Postbote und brachte den Brief. Und nun, nachdem ich ein bisschen verlegen gelesen habe, was ich mir gestern Nacht schrieb, muss ich mir recht geben. Ich sollte wirklich mehr Umgang haben. Wenigstens mit mir. Und mindestens schriftlich. Es tut wohl, von jemandem, dem man nahesteht, Briefe zu erhalten. Und zum Donnerwetter, ich stehe mir doch nahe. Oder bin sogar ich mir fremd geworden? Mitunter habe ich diesen Eindruck, dann wird mir unheimlich zumute. Und es nützt nichts, dass ich im Flur vor dem Spiegel vor mich hintrete, mir eine kleine Verbeugung mache. Gestatten, Kästner, sagt der Spiegelmensch. Mein rechtes Auge lächelt aus seiner linken Augenhöhle. Es ist zuweilen nicht ganz einfach, gute Miene zu bewahren. Hotel-Solo für eine Männerstimme. Das ist mein Zimmer.
und ist doch nicht meines. Zwei Betten stehen Hand in Hand darin. Zwei Betten sind es, doch ich brauch nur eines, weil ich schon wieder mal alleine bin. Der Koffer geht, auch mir ist müde zumute. Du fuhrst zu einem ziemlich anderen Mann. Ich kenn ihn gut, ich wünsch dir alles Gute und wünschte fast, du kämest niemals ran. Ich hätte dich nicht gehen lassen sollen. Nicht meinetwegen, ich bin gern allein. Und doch, wenn Frauen Fehler machen wollen, dann soll man ihnen nicht im Wege sein. Die Welt ist groß, du wirst dich drin verlaufen, wenn du dich nur nicht allzu weit verirrst. Ich aber werd mich heute Nacht besaufen und bisschen beten, dass du glücklich wirst.